So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends. Und wie immer starten wir den Part mit einem kleinen Flex am Rande. So, und zwar starten wir die Aufnahme wieder mit einem Replay wie im letzten Part, aber dieses Mal gibt es auch wieder ein Pentakill, einfach nur mit dem anderen Charakter, und zwar mit Akali. Das ist der erste Pentakill, den ich mit ihr jemals hinbekommen habe. Insgesamt der zweite in meiner League of Legends Zeit, ja. Und ich muss was dazu sagen, ich habe damals gar nicht gemerkt, dass es ein Pentakill ist. Und hier haben wir dann den Penta. Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgestaubt war an Volibear, Pentakill ist Pentakill, sorry. Der hat sich dann auch im Chat darüber beklagt, aber das juckt jetzt eher weniger. Und ja, das war's dann eigentlich auch mit dem Flex, aber es wäre ja nicht League of Legends, wenn es nicht noch einen Flex gäbe. Und zwar habe ich nochmal eine Meisterschaftsmarke der Stufe 7 mit Akali bekommen, heißt, ich hatte nochmal einen glatten S-Rang. Da hatte ich halt Map-Dominanz und all das andere, was man halt dafür brauchte. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch die Aufnahme. Wir spielen mit zwei anderen, die jetzt aber nicht reden werden, wegen Mikroqualität und so. Sifa spielt Pyke und alles wegen Chefki spielt Mundo. Ich gehe mit Akali. Und ich habe auch einen Skin für sie. Also den habe ich gekauft, habe ich nicht irgendwie aus einer Kiste bekommen oder so, aber ja. Ich fand den Skin einfach geil. Wie die meisten KDA All-Out-Skins halt. Das sind unsere Gegner und nee, wir haben Akali gegen Akali. Und nee, ich hasse das extremst. Die zwei dancen hier eine Runde. Ah, drei in der Mitte, nice. Nach nicht mal zwei Minuten. Handlungen haben Konsequenzen. Nice, der Turm. Heal, 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 heal. Not even close, baby. Ich muss jetzt an sich einmal mit dem Shuriken treffen und sie ist tot. Aber das Problem ist, es ist bei mir genauso. Jawohl! Was ich mir nehme, bekommst du okay. Wieder zurück. Ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen. Spürst du das? Sie ist Level 6, allein. Heißt, sie hat das ihre ist für Ult. Alle besser so. Ich aber auch. Und ich bin mir ja. Ziemlich sicher, dass wir beide die gleiche Combo nutzen werden. Ich bin mein eigener Meister. So gefällt mir das. Okay, hab sie. Hab sie, nice. Oh nein, 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 nein. Nicht immer bei mir. Nicht immer bei mir die Scheiße abziehen. Nicht immer bei mir, habe ich gesagt. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Nein! Ich hab sie. Komm, wenn du dich traust. Arsch! Jawohl. Okay, wir haben uns beide gleichzeitig gekillt. Zum Glück habe ich noch Verbrennung auf sie gelegt. Sonst wäre sie nicht gestorben. Okay, bei Pyke und Mondo läuft gerade ganz gut. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Diese Zeiten sind vorbei. Okay, hab sie. Hab zwei hinter mir, aber ich gehe da sicher nicht nochmals offensiv rein. Ach so, für alle, die es nicht wissen, beziehungsweise ihr könnt es eigentlich gar nicht wissen, weil ich es nicht erwähnt habe. Alles wegen Chefki ist Bianco. Der auch schon öfters bei Rocket League dabei war, Overcooked auch, Fortnite und ja. War schon öfter auf dem Kanal. Ich mache jetzt gleich einen 1v1 mit, ja. Wir sehen uns. Nein. Ja. Ich kann. Ja. Sie? Hab sie? Nice. Und hier sind noch zwei andere wegen dem Drachen. Oh, und das war dumm. Nice, Bianco. Könnt ihr wirklich nur beide holen? Holt er? Kommst du halt ein Triple? Sieg, schaub mich ab. Schaub mich ab. Bitte. Schön. Ich glaube, ist dein erster Triple Kill, oder? Ah, nice. Sogar auf Video. Ich muss wahrscheinlich nach oben, weil das läuft da ganz und gar nicht gut. Schön, Sifa. Ich habe eine Menge Ärger im Gepäck. Und mehr als genug Zeit. Haja! Hab sie. Ja! Not even close, baby! Okay, das hat sie gerade so verkackt. Nice. Und zack, ins Gras gerissen. Wieso wird das gerade so lang verlangsamt? Die alten Methoden funktionieren einfach nicht.
dumm. Und wieso kann ich die ganze Zeit hinziehen? Wenn sie klug sind, dann fürchten sie sich. Ja! Ja! Ka! Ha! Nice. Und da ist noch die andere. Platt gemacht. Wir sehen uns! Hä? Wie konnte das gerade bitte los nicht treffen? Geht's. Ja! Ja! Hab sie! Ja! Autsch! Finden wir jetzt wenig. Egal, war eine gute Runde an sich so. Also am Ende war jetzt ein bisschen unglücklich, aber ja. Sie hat mit Pike ein S Plus bekommen, nice. Und ich mache jetzt kurz diese Kiste hier auf. Oh, das ist sowas. Garen erste Auflage direkt wegwerfen und 200 Orange Essence. Ich habe halt die erste Auflage für jeden Charakter gekauft, das heißt, es bringt mir gar nichts. Also, da möchte ich noch kurz das hier zeigen, weil ich habe das mal in einem anderen Part gezeigt gehabt, im letzten glaube ich nicht. Falls nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall sieht das Zeug jetzt so aus. Zwei Pentakills, einen habt ihr ja vorhin gesehen. Den ersten habt ihr auch gesehen im Video vorher. Das Video werde ich euch sonst kurz verlinken. Da habe ich Kane gespielt. Bei der Übersicht sieht es jetzt bei mir so aus. Also ich würde sagen, wir warten auf Sifa und auf Bianco und dann geht's auch schon weiter. Die Aufnahme geht jetzt schon etwa eine Stunde, aber ich möchte eine zweite Runde machen. So, wie gesagt, machen wir jetzt eine zweite Runde und diese zweite Runde werden wir nicht mehr mit Akali machen, sondern wir nehmen jetzt Kaiser, weil ich in letzter Zeit ein bisschen Kaiser gespielt habe und der Charakter doch bockt. So, wir gehen Bottom und wir nehmen Kaiser. Bist du Jäger oder Gejagter? Oh nein, Karzi. Akali, Karzix, Atrox, Fortunari. So, da wären wir auch und ich werde direkt mal Steuerung 5 drücken und das machen. Ich feiere das extrem. Und so weiß es so, wenn sie ihren Helm aufhat, hat sie eine andere Stimme und klingt ein bisschen AFK bei, ja, ja. Jetzt Feuer. Oh shit. Okay, das war knapp. Achso, und in der Zwischenzeit, während wir auf den Turm ballern, werde ich kurz Kaisers Fähigkeiten erklären. Oder doch nicht, ich will wegrennen. Scheiße, der Boss ist da, ich muss laufen! Also, und zwar hat sie hier so eine, ja, Kurattacke, die irgendwie 5 Schüsse abfeuert. Oder, wenn sie voll geskillt ist, sogar mehrere. Und die machen auch ganz gut Damage. Dann hat sie eine W-Attacke, die eine riesen Range hat. Und es ist einfach nur ein großer Schuss, der durchdringt, aber nicht alles, der fängt halt beim ersten Objekt an aufzuhören. Und hier kommt Kratix. Dann haben wir noch eine E-Attacke, die lässt sie so schneller rennen. Ja, die E-Attacke lässt sie halt schneller rennen und wenn sie voll geskillt ist, halt auch unsichtbar werden für eine kurze Zeit. Die E-Attacke ist kurz gesagt einfach nur so eine Portfähigkeit, die halt auch Schild gibt. Und die funktioniert ganz einfach, indem man die Gegner mit dem Plasma, das sie halt abschießt, markiert. Und wegen diesen Verwandlungen, die ich gerade angesprochen habe, das werde ich euch dann später zeigen, weil ich das gerade nicht kann. Erst wenn ich ein paar Level gefarmt habe. Und dann wird man auch ziemlich schnell so den Unterschied zwischen den Attacken vorher und nachher bemerken. Mal kurz, ich guck kurz in den Drachen, weil der markiert hier die ganze Zeit. Ah, ja, die machen ihn. Jawohl! Mehr wollte ich nicht. Da muss ich ausflippen! Da muss ich ausflippen! So, nice. Sind wir einmal draufgegangen, aber immerhin nochmal einen Drachen bekommen, der Rüstung gibt. So, das ist die Ult hinporten. Und dann killen. Und beim Porten gibt es so einen kleinen Schild und das war jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen lost von Fortune und nicht gut von mir, aber ja. Achso, und ich kann jetzt endlich zeigen, was ich mit Verwandlung meine, und zwar ist es das hier. Die hat so lebende Waffe-Verwandlungen, also die heißen so.
Deshalb müssen wir. Wenn ich es jetzt gerade ein bisschen dumm formuliert habe von der Grammatik her, aber ja. Das ist bei diesen dreien, da passiert halt immer diese Animation und dann wird die Attacke besser und das kann ich auch jetzt gleich ausführen. Nee, kann ich nicht. Und hier ist Katzis. Stell mich nicht auf die Probe. Nice. Schön. Für deine Mühen. Na egal. Und genau das meine ich eben. Sobald sich diese Attacke verwandelt, muss es. Schön. Und anscheinend sind ich und Sifa hier die Pros und nicht mal so. Der hier meinte, müsste Faker spielen. Was? Fucking Pike ist ja. Das spreche ich nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich das Wort zensieren muss. Ach so, und das Geile bei ihr ist auch, sie zählt jeden Kill. Also bei jeder Killzahl, also soweit ich das jetzt beobachtet habe, sagt sie irgendwie was wie jetzt 7 oder 24 oder sonst was. Also jede Killzahl, die ich bis jetzt erreicht habe. That's a lot of damage. Scheiß Katzix. Schön. Jetzt haben wir nochmal die lebende Waffe. Plus 1. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber so steht es da zumindest. Und zwar haben wir sozusagen die nächste Fähigkeit von unserer E-Fähigkeit freigeschaltet. Und zwar wird sie nun unsichtbar, wenn sie Superenergie einsetzt. Also diese Attacke nimmer halt schneller wird. Das ist praktisch so. Und ich verziehe mich wieder. Ich möchte einen Assist. Nein. Und das Geile ist an Kaisa, also finde ich, sie ist ähnlich zu einer Akali. Also zumindest spiele ich sie ähnlich wie Akali. Und sie drückt den übelsten Schaden rein. Und ich weiß ehrlich gesagt auch selber nicht, wie. Das war ein Dutzend. Das war ein Dutzend, okay. Nice. Nicht ihre Glückszahl. 13 nicht ihre Glückszahl, eben ab und zu bei so speziellen Zahlen sagt sie dann auch so Sprüche. Und das gegnerische Team hat mit 14-0 für eine Aufgabe gestimmt. Nice. Weniger zum Schneiden für mich. Und trotzdem eine gute Runde. Und wir haben einen A-Plus-Rang mit ihr. So, und damit würde ich sagen, was ist für dieses Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao!